Tja, und was die Schulen betrifft, da wird auch gelockert. Die Situation ist ja relativ durcheinander. Also wir zu Hause, wir haben zum Beispiel zwei Söhne auf verschiedenen Schulen. Der eine geht ab dem 15. März tageweise in die Schule, der andere eine Woche am Stück, die andere Woche ist er zu Hause. Aber beide sehen die Schule noch vor den Osterferien von innen. In der Grundschule und bei den Abschlussklassen ist das auch wieder anders. Ist es richtig so oder der falsche Weg, dass gelockert worden ist oder gelockert wird? Diese Frage gebe ich weiter an Simone Fleischmann. Sie ist Präsidentin des Lehrer- und Lehrerinnenverbandes in Bayern. Ich grüße Sie, Frau Fleischmann. Ja, grüß Gott. Ja, was sagen Sie? Ist es richtig, dass gelockert wird? Für uns ist alles richtig, was wieder die Beziehung erlaubt. Wir würden so wahnsinnig gern mit den Schülerinnen und Schülern zusammenarbeiten. Und Sie sagten es ja gerade selber, auch die Schülerinnen und Schüler würden Schule gerne wieder von innen sehen. Tja, aber da macht uns der Virus halt immer noch einen Strich durch die Rechnung. Wir sagen ganz klar, Schulen kann dann weitere Öffnungen obliegen, wenn wir die Gesundheitskonzepte haben. Das heißt, testen, 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 wenn es geht, alle impfen und die Hygienekonzepte. Und eigentlich könnte man Schule erst dann wieder öffnen, also öfter öffnen, für alle öffnen, wenn eben diese Konzepte auch eingehalten werden würden. Ist aber nicht. Sie haben ja Hygiene gerade angesprochen. Wie hätten Sie das denn gemacht? Die Politik wirft Ihnen ja auch vor, unnötig Ängste in diesem Bereich zu verbreiten. Wissen Sie, es sind doch nicht meine Ängste. Es sind auch nicht die Ängste der Lehrerinnen und Lehrer. Leben wir nicht alle in einer Gesellschaft, wo wir uns jetzt ein bisschen Gedanken machen über einerseits unsere Gesundheit und andererseits über die Bildungsgerechtigkeit? Ist es denn gerecht, was gerade passiert für das eine Kind, für das andere Kind? Oder müssen wir jetzt endlich mal erkennen, es ist kein normales Schuljahr, kein verlorenes. Es ist kein normales. Und wenn was nicht normal ist, kann ich nicht auf Biegen und Brechen festhalten. Dann muss ich anerkennen, es ist nicht normal. Und wir dürfen doch die Kinder nicht verlieren. Und wir müssen doch auch schauen, wie wir Lehrerinnen und Lehrer da durchkommen. Wir wollen alles geben. Wir wollen aber auch gesund bleiben. Und wir wollen bitte, dass man merkt, dass wir im Distanzunterricht was leisten können, im Präsenzunterricht, in der Notbetreuung. Aber alles auf einmal geht halt nicht. Ja, Frau Fleischmann, wir reden gleich weiter. Interessant auch, wir haben mal unsere Zuschauerinnen und Zuschauer über Instagram und Facebook gefragt, sind die Öffnungen der Schulen übereilt? Und das ist das Ergebnis. Ja, ziemlich ausgeglichen, 50-50%. Tja, was soll man da sagen? Der eine so, der andere so. Ich denke, auch zu Hause geht man natürlich auch unterschiedlich mit der Situation um. Sagen Sie, jetzt gab es ja Zwischenzeugnisse bei vielen. Wie aussagekräftig sind die eigentlich? Naja, also schauen Sie, das eine Kind hatte bis auf die zwei Lockdowns immer Unterricht. Vielleicht sogar sehr viel Präsenzunterricht. Das andere Kind hatte, weil es öfter selber in Quarantäne war oder weil die Schule zu hatte, weniger Unterricht. Die einen haben schon viele Proben geschrieben, die anderen haben wenig Proben geschrieben. Ja, ist denn das vergleichbar? Und jetzt wollen wir aber alle in einem Zeugnis messen. Wir haben halt so stark gehofft, dass man wenigstens jetzt mal unsere Kompetenz achtet als Lehrerinnen und Lehrer. Wir können gemeinsam mit Ihnen als Mama Ihre zwei Kinder wunderbar einschätzen. Das haben wir doch gelernt. Und wir können uns doch gut unterhalten über Ihre Tochter, über Ihren Sohn. Wo soll es denn weitergehen mit dem? Nochmal das Jahr machen, freiwillig noch was in die Förderung geben, ins nächste Schuljahr gehen. Wie gehen wir mit Ihren Kindern um? Zusammen könnten wir das. Aber nein, wir müssen festhalten an den Zeugnissen, an den Noten und den Schulaufgaben. Obwohl ein Herr Ministerpräsident davon spricht, es soll keine XXL-Notenjagd passieren. Aha, aber wie denn dann? Wie denken Sie, dürfen oder werden überhaupt Schüler nach diesem Corona-Jahr sitzen bleiben? Also es ist ja die heiße Diskussion. Wer will schon sitzen bleiben? Also ich glaube, Sie wollten nicht sitzen bleiben. Um Gottes Willen. Keiner will sitzen bleiben. Jeder will irgendwie weiter, gerade jetzt. Und man darf ja auch nicht sagen, weil es jetzt schwierig war für den einen oder anderen, bleiben wir sitzen. Die Alternative wäre, wie letzten Sommer, wir nehmen einfach alle mit. Ja, wie alle mitnehmen in die nächste Jahrgangsstufe. Die hatten schon in der letzten Defizite. Wie sollen wir denn das dann alles im nächsten September auffangen? Also gibt es nur eine Lösung. Individuell nach den Stärken und Schwächen des Kindes genau hinschauen. Die Mama mit der Lehrerin. Überlegen, was ist für dieses Kind das Richtige. Und dann müssten wir endlich mal Schule
an den Bedürfnissen der Kinder ausrichten und nicht die Kinder müssten sich an dem Schulsystem ausrichten. Frau Fleischmann, noch eine letzte Frage mit der Bitte um kurze Antwort. Viel Lehrstoff ist ja auf der Strecke geblieben. Das ist ja nun mal leider so. Muss jetzt der Lehrplan angepasst werden? Da warten wir nicht, bis da einer sagt, das soll so sein. Das machen wir täglich. Okay. Was bleibt uns denn anderes übrig in der Klasse, wenn wir merken, die Kinder sind noch nicht so weit? Die Heterogenität ist groß. Der eine ist schon weiter, der andere nicht. Wir machen das, was jetzt geht. Und wir brauchen dringend das Vertrauen. Das Vertrauen unseres Dienstherrn, dass wir schon richtig machen. Dass wir die Kinder ordentlich mitnehmen wollen. Niemand soll verloren gehen. Aber wir können auch nicht alles wieder heile machen, weil es war einfach nicht normal. Frau Fleischmann, wir sind alle voller Zuversicht und Hoffnung und beten täglich. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Wiederschauen.